Peter Seliger und etwas ganz Neues, ein SUV-Roller von Kymco, eine 125er. Sie ist ein bisschen leichter und ein bisschen günstiger als der große Bruder, eine 350er. Sie heißen aber gleich DTX 360. Ja, ich bin zusammen mit Peter Seliger. Grüß dich, Peter. Hallo Sven, grüß dich. Da fehlt nur noch die Lederjacke jetzt, oder? Die Lederjacke, genau. Oder die Geländeoutfit für als leichte Feldwege im Gelände ein bisschen zu fahren, geht auch. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Quad, so ein kleines bisschen, die Bereifung ein bisschen gröber. Genau, das ist, ja, wir hatten es auch schon bei dem anderen Video geklärt. Momentan ist ja, guck mal im Autobereich, SUV, Gelände, Freizeit, das ist ein Thema. Und der greift das auf mit so ein bisschen, also Geländeprofil, bisschen grobstollige Reifen, auch vorne so ein Entenschnabel. Alles ein bisschen kantiger, ne? Ja. Ist der Wiederverkaufswert gut von denen? Ja, Kymco ist gut, ja. So, Tagfahrlicht hat er mit drin. Der ist noch nicht fertig, aber wir haben den baugleichen 350er mal da, dass wir ein bisschen was zeigen können. Die Fahrzeugklasse 125er oftmals gar nicht lieferbar, weil die Nachfrage so groß ist. Kymco hat, ich sag mal, baut ja viele kleine Motoren, die also, ich sag mal, sich spezialisiert haben, jetzt nicht auf die 1000er, 1200er und so weiter, sondern sind eher, ich sag mal, Motoren bis so ungefähr wie viel Kubik? 600? Also, genau, wir haben, es gab eine 700er, es gibt aktuell eine AK550, ist ein Zweizylindermotor mit rund 53 PS. Das ist momentan so, zumindest in Europa, die Spitze, die angeboten wird. Ein sehr großes 125er. Und auch ein Segment im Bereich 300 Kubik, ein sehr großes Angebot. Genau, für ein 125er, also ein sehr erwachsener Roller. Groß auch, ja. Groß, und, aber trotzdem was Eigenes in der Optik, also finden sehr, sehr formal gelungen. Und wir hatten es ja eben schon an der 350er gezeigt. Warte mal, viel Verkehr. Ist also mit einer umfassenden Ausstattung in der Klasse, hat 13 PS, klar Euro 5, diese Dinge, ABS. ABS mit drin. Wiegt ungefähr, was wiegt der? 120? Der 100, nee, die hat mehr. Der große hat jetzt Kilo und Dings ist immer so eine Geschichte. Warte mal, der hat glaube 179 Kilo, also so roundabout an dieser Fahrfertig. Also ich kann mich um 3-4 Kilo irren. Ein ausgewachsener Roller. Ja, also ich sag mal so, es gibt ja auch viele andere Roller, die wiegen so um die 120 Kilo, sondern das ist bewusst ein großes Fahrzeug für zwei Personen, wo ich auch mal, ich sag mal, eine Reise mitmachen könnte. Genau. Also es gibt, der Rollermarkt teilt sich, hast du genau richtig gesagt, auf. Es gibt so die relativ kleinen, von der Größe überschaubaren Roller, die haben meistens so zwischen 8 und 11 PS. Oft gebläsegekühlte Motoren. Und dann gibt es dem High-End-Bereich die größeren Roller, eigentlich immer mit wassergekühlten oder flüssigkeitsgekühlten Motoren, die dann so in der Kante 13 bis maximal 15 PS haben und die halt auch von den Abmessungen größer sind. So, die Räder sind klein und handlich, das ist auch, aber nicht zu klein. Fährt sich, ich sag mal, Handling wie ein Motorrad, kann man das sagen? Also sie haben im Gegensatz zu den früheren Rollern haben die sehr, sehr gute Fahrwerke. Die hatte auch einen relativ langen Radstand. Dann motorradtechnische Aspekte wie eine Telegabel, wie ein aufwendiger Rahmen, sodass wir hier also ein sehr, sehr gutes Fahrwerk haben. Ja, ihr habt ein extrem gut lesbares Display, habt viele Gimmicks mit dabei, wie zum Beispiel USB-Steckdose an einer zentralen Stelle. Es gibt wahrscheinlich jede Menge Zubehör auch bei der? Das Zubehör gibt es einen Topcase-Träger, Topcases, diese Geschichten. Da ist ja ansonsten ist ja nicht mehr so viel mit Zubehör, hat ja schon sehr, sehr viel der Roller. Ne? No? So, komm, wir zeigen das mal. Das ist quasi die 350er baugleich. Ja. Wenn du vielleicht gerade von der anderen Seite. Ich komme mal rum. Ich glaube, der einzige Unterschied ist nochmal, weil die doch wesentlich mehr Leistung hat, 30 PS, die hat nochmal eine Traktionskontrolle. Richtig, das ist korrekt. Damit ist auch nochmal so ein bisschen der, ist ein Feature, der die 300er hat. Ne? Beide haben Keyless Go, den Schlüssel von ihr habe ich in der Tasche. Genau, wenn du mir den mal kurz zeigst, den Schlüssel, ja, wie der aussieht. Dass man dann. Das ist einfach. Das alles. Das ist alles, ne? So, wenn der mal nicht mehr da sein sollte, komme ich dir irgendwie noch an? Wenn die Batterie leer sein sollte, gibt es hier so ein Signal. Dort muss man diese Antenne dann ganz nah dran halten und dann funktioniert das auch.
So, hier vorne sieht man es, das war das, was ich eben sagte, also extrem gut lesbar. Ja. Jetzt ist relativ hell draußen, kein Problem. Nee, ist gut ablesbar. Ja, wir können spaßeshalber mal aber gut das Blinker anmachen. Die hat eigentlich alle Dinge, die man braucht. Von Kühlwasser, von Kühlmittelanzeige über Benzinstandsanzeige, Traktionskontrolle ein, aus, Wassertemperatur sogar hier, eine Voltanzeige, Batteriespannung, ja. Das ist so Full LED, das sind ja Kraftfahrzeuge, das heißt, die haben auch einen CAN-Bus mit drin, du kannst Fehlerspeicher auslesen wie beim Auto. Eigentlich ja, genauso. Ja. Mhm. So, wenn du mal startest, das ist jetzt die 350er Elektrostarter natürlich. Geht nur noch mit. Ja. Sehr leise. Gut, das macht natürlich auch die Wasserkühlung, gell? Ja. Boah, ist die leise. Die hörst du fast gar nicht. Ja, gut, wenn man ein bisschen Gas gibt. Aber trotzdem eigentlich ein bassiger, sonoriger Sound. Also geht voll in Ordnung. Was total Spaß macht, man muss nicht schalten. Nee. Das kommt vielen entgegen, die irgendwas haben an der Hüfte, so wie ich. Oder Bremsen und so weiter. Das geht alles mit der Hand. ABS, das funktioniert gut. Ja. Unauffällig, unauffällig. Also so, dass man es meistens gar nicht merkt. So, Warnblinkanlage hat er auch. Der hat, weißt du das? Warnblinkanlage. Ah ja, da vorne. Warte, ich zeig's mal gerade. Das war ja früher die ganz große Diskussion. Braucht man eine Warnblinkanlage? Also wenn ich in Frankreich bin, brauche ich auf jeden Fall eine, wenn ich den Schrauber hole. Ja, jedes Sicherheitsfeature, das er hat, ist gut und von daher, ja, sie ist sinnvoll natürlich. Ja. So, was auch interessant ist, auch der Gepäckraum ist der gleiche. Der ist riesig, es passen zwei große Helme rein. Ja. Eigentlich sollte man das einmal vorher ausprobieren, ob der Helm nicht doch zu hoch ist. Aber genau. Es ist wirklich groß. Es ist groß und ich sage jetzt mal, zwei handelsübliche, also integrale Helme passen rein. Ja. Alles geht ohne Schlüssel, auch das Tanken. Wenn du mir das mal kurz zeigst. Geht alles über dieses zentrale Schalt, also hier über diese Einheit. Ne? So, kriege ich alles mit geöffnet, kann dann den Tankdeckel hier ganz normal abziehen, genau. Tipp von dir ist, tanken egal was oder doch super bleifrei? Genau so, super bleifrei, ja. Moment, ich mache gerade das auch noch aus. Super bleifrei, ja, auf jeden Fall, auch wenn Freigabe da ist für E10. Wir empfehlen super bleifrei und was auch nicht falsch ist oder was man im Fahrzeug was Gutes tut, das ganz hochoktanige Super Plus geht auch. Also übrigens auch immer tanke, ist zwar nicht ganz günstig, aber der Spritverbrauch ist ja so gering. Ist das Thema Sprit, fahren zur Arbeit mit so einem Gerät, die verbrauchen ja relativ wenig. Das ist richtig zu merken jetzt, seitdem die Spritpreise höher sind. Das ist richtig. Also speziell, ich sagte es, wir haben im 125er-Segment eine verstärkte Nachfrage, auch 50er-Segment, ja. Gut, ob das ausschließlich über die Spritpreiserhöhungen zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Aber ja, wir haben eine verstärkte Nachfrage. So, großer Roller, flüssigkeitsgekühlt, was ja auch nochmal ein wesentlicher Aspekt ist. Ich habe richtig viel Platz für die Beine. Der Sozius hat eine eigene Fußrasten. Ja. Die da sind. Die Gewährleistung sind 2 Jahre? 2 Jahre am Neufahrzeug, genau. So, und nochmal ganz kurz zum Thema Service. Erstinspektion bei 1000? Ja, wir sagen immer, es ist unterschiedlich. Wir sagen immer zwischen 500 und 1000 Kilometer. Da sind wir also auch nicht päpstlich als der Papst. Ist die erste Inspektion und dann einmal im Jahr alle 5000. Also wundert euch nicht, sie heißen alle gleich, nämlich DTX 360. Die 125er kennt man übrigens an dem Schriftzug 125 und die 350er kennt man natürlich an den Schriftzug TCS, Traktion Control System. Das ist, glaube ich, der 350er Vorbau. Genau. Zu diesem Namensgebung, ja, soll ich es freundlich sagen, so ganz glücklich finden wir die Wahl des Namens nicht, des Rollers ja, des Namens nein. Es soll dieses DT, gibt es die technische Basis dieses Rollers ist die Downtown. Und da könnte diese Abkürzung DT sein, X für Gelände. Und dann die jeweilige
Hubraumbezeichnung. Also mit der Bezeichnung des Rollers sind wir nicht so ganz glücklich, mit allem anderen ja. Gut, jetzt ist natürlich die Leute, die vielleicht eine 125er fahren, freuen sich über die Bezeichnung 360. Ja, das ist dann so spätestens... Genau, das ist dann hier... Spätestens auf der Autobahn wird es dann nochmal klar, dass... ungefähr, was läuft die? 100? Die kleine so um die 100, die große um die 130, ja. So, wir haben eben bei dir im Büro geschaut. Beide sind Stand heute, 2. Mai, ab Werk lieferbar. Genau. Ihr habt ein Zentrallager hier in Europa? Ja, in Weiden, in der Oberpfalz. Also das ist in Bayern an der tschechischen Grenze. Ja, und also wir, wie soll ich das böse sagen, ohne Mensch zu tun. Wir haben früher immer gefrostelt. Wir waren ja auch Vertreter von anderen Marken und haben immer gesagt, bei Kymco habe ich das Fahrzeug schneller als bei anderen Firmen den Ölfilter, den ich bestelle. Das war so ein Running Gag bei uns in der Firma, weil teilweise wirklich, es passiert im Extremfall, ich drücke auf den Knopf und 2 Tage später steht die Spedition da. Wir sagen zwar dem Kunden immer, rechne mit 14 Tage, weil wir ja auch noch Zeit brauchen, das Fahrzeug fahrfertig zu machen, auszupacken, aber das ist teilweise extrem schnell. Vorne steht noch ein Schätzchen, der ist ja richtig schick. Der ist schon ein bisschen älter? Das ist einer so dieser Fahrzeuge, die ich eben gemeint habe, die einem im Laufe der Jahre begleiten. Das hier ist eine schöne Geschichte. Der Kunde hat, glaube ich, im Laufe der Jahre 5 oder 6 Kymcos oder 7 schon bei uns gekauft. Aktuell hat er einen, wieder hinten den roten, ein Super 8, ein ganz neues Modell als Mofa umgebaut, aber sein altes Schätzchen ist nach wie vor bei uns in der Wartung und bekommt jetzt nochmal eine Aufarbeitung und ein bisschen... Baujahr, was hat der? 20 Jahre? Nee, der nicht ganz. Ich muss gucken, das ist wahrscheinlich ist nicht so schlimm. Der 2000er. Ist aber ganz unkompliziert, das heißt, die kommen zur Wartung mal rein, es gibt mal neue Reifen, vielleicht mal hier vorne, jetzt ist irgendwann natürlich der Auspuff fällig nach 10, 15 Jahren, ja? Ja. Das hängt natürlich davon ab, wenn er auch entsprechend fährt im Winter. Das hier ist ein Mofa-Roller, sprich, das wird Jahr ein Jahr ausgefahren. Klar, gegen Salz ist schwierig, sind die Roller eigentlich nicht gemacht. Ja, man stellt das Ding jetzt nochmal ins Netz und ist ganz entzückt, wenn man den natürlich nochmal ein kleines bisschen aufarbeitet, was man dafür noch kriegt, oder? Nee, der Kunde behält den Roller. Wenn man den jetzt verkaufen wollte. Ja, genau, den Wiederverkauf ist gut, weil es ist ein ganz großer Roller. Also man muss es ja so sehen, der Kunde, der den Mofa-Führerschein hat oder einen Mofa fahren darf, der hat ja kein Auto. Der hat auch keine andere Möglichkeit, nicht zu fahren. Und das ist sein Auto, sein Transportmittel. Und da ist es natürlich gut, je größer der Roller, desto besser. Und das ist einer der ganz großen Roller. Der wird aber so nicht mehr produziert, was wir sehr bedauern. Sie sieht original aus wie eine 350er, könnte es auch drunter sein. Ist natürlich, man sieht es nicht genau, aber spannend, dass wir hier die beiden nebeneinander haben. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind in Neunkirchen. Öffnungszeiten samstags bei dir? 10 bis 13 Uhr. Ja, und die Woche über? 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. So, außer Mittwochs, ist es nur 9 bis 13? 9 bis 14 Uhr, genau. 9 bis 14 Uhr. Mhm. Ja, wir sind im Motorradcenter Neunkirchen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden heute noch mal ein bisschen die Marken mal durchforsten. Es gibt viele Neuerungen, auch bei Kymco. Ihr habt neue Marken dazu bekommen, zum Beispiel? Ja, wir haben neue Marken dazu bekommen. Das ist Vogue oder Vogue gesprochen. Und Benelli. Benelli ist, glaube ich, den meisten bekannt. Eine alte italienische Marke. Allerdings auch heute unter New Management, wie es heißt. Du hast genau richtig, das ist die ganz neue, brandneue 800er. Die ist gerade die Tage gekommen und bisher war Benelli in dem Segment bis 48 PS sehr stark, aber wie du siehst, gehen wir jetzt auch drüber, die ist noch nicht fahrfertig, die ist noch geradeaus. Knatschneu. Nagelneu, du siehst sogar hier noch die Euro 5 Dings, die noch nicht montiert sind. Also die ist noch nicht fahrfertig. Ja, ja, das Spannende hierbei ist, dass auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Zuverlässigkeit, sie kommen aus Fernost, stimmt das? Ja, das ist heute ja bei einem Großteil der Fahrzeuge so, auch bei den renommierten Marken werden in Asien produziert. Hier ist es so, die Konzeption, das Design findet in Italien statt und die Produktion in China, das ist eine gelungene Mischung, würde ich sagen.
Und ja, der Importeur ist natürlich der gleiche wie auch Kymco, also seit 26 Jahren. Ach so, ist der gleiche. Das ist der gleiche Importeur und das war auch für uns. Wir haben, wie wir die beiden Marken bekommen haben, haben wir nicht gewusst, welche Marken. Damals hatte der Außendienstmann, den wir auch schon seit 20 Jahren kennen, hatte gesagt, wir kriegen eine neue Marke und ich habe gesagt, ja, mache ich. Da sagt er, du weißt ja gar nicht, was du kriegst. Sag ich, ist mir wurscht, ich weiß, es wird gut, wir machen es. Und so sind wir zu diesen Verträgen gekommen. So, und du bist also schon ewig auch Motorradhändler. Ungefähr wie viele Meister hast du beschäftigt? Also wir haben in der Werkstatt 3 Festangestellte beschäftigt das ganze Jahr über. Ja, wir waren auch 3-mal bester Ausbildungsbetrieb im Saarland. Ja. Vorne steht sie, eine Benelli. Sie erinnert mich so ein kleines bisschen an die Fahrzeuge, die kommen aus Indien hier. Das ist der Fall hier, so ein Klassiker, ein Remake so ein bisschen. Aber die kommt wirklich aus China. Also das ist wirklich der Hammer. Ja, die Leute kriegen Angst vor einer neuen Marke, die heißt Geely. Vielleicht hast du die mal gehört. Elektrofahrzeuge, wo selbst ich sag mal, ein Redakteur von der Autobild geschrieben hat, die Deutschen können sich mal warm anziehen, was die Chinesen da bauen. Das ist mittlerweile, hat nichts mehr mit dem zu tun, was irgendwie mal die Leute dachten. Du kriegst ja in China alles. Du kriegst das iPhone, du kriegst das billigste Android-Phone, je nachdem, was du bezahlst. Das ist genau richtig. China hat den Ruf, oft minderwertige Ware zu produzieren. Das ist Unsinn. Das ist genau, wie du sagst. Wenn du bereit bist, Geld zu bezahlen, kriegst du auch eine sehr, sehr hochwertige Ware. Ja, und hier ist es, Bezug zu der Benelli-Geschichte, hier ist es ein wunderschöner Klassiker, der von den reinen technischen Daten her jetzt erstmal nicht so spektakulär wirkt. Du hast 400 Kubik Einzylinder und 22 PS, aber du hast halt ein sehr, sehr schönes Drehmoment. Du sitzt fantastisch. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr so gut auf dem Motorrad gesessen. Ich liebe dieses Motorrad. Das ist ein ganz bassiger, dumpfer, bollernder Sound. Du tuckerst mit 70 durch die Gegend und eigentlich müsste das Ding die Krankenkasse verschreiben. Richtig gut. Krankenkasse? Nein, weil das so für die Seele, für das Gemüt so gut ist. So, aber der Preis von der? Auch das ist fast sensationell. Ja, der Preis liegt bei knapp über, also um die 4.200 Euro. Da lag ich ja gar nicht so falsch mit den Maschinen aus Indien. Das heißt, Einzylinder oft, 350 Kubik, was da ist, klassisches Design, Benelli, eine Marke, wo die Leute erstmal sagen, wow, das kenne ich, oder? Ja, war eine ganz bekannte italienische Marke, in Pesaro beheimatet, die auch in den 50er Jahren, also auch im Rennsport, ganz, ganz große Erfolge hatten. Es gab dann in den 70er Jahren die Benelli 750, also die Sechszylindermaschinen. Sechszylinder? Es gab eine Vierzylinder, ja, eine ganz große Tradition. So, wir können mal kurz schauen. Da vorne, das ist die Marke, die du eben sagtest, Vogue. Genau. Das ist Vogue Watch. Das ist ein ganz großer chinesischer Hersteller. Der Mutterkonzern heißt Longjin oder Longjin. Die bauen für BMW, für teilweise BMW Motoren rein. Das sind in Europa unter dem Namen Vogue Watch vertreiben sie ihre Motorräder. Ja, können wir gleich auch mal ein Video zu machen, dass wir die Fahrzeuge sehen, dass auch hier Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann man sich warm anziehen. Preis von dem hier, was hier steht, ungefähr? Also guck mal, wir haben die Schilder an den verschiedenen Fahrzeugen dran. Ja, zeig mal. Wir nehmen jetzt einfach mal eine 500er Zweizylinder, 48 PS. So. 50 PS für 5,9. Also für, der Listenpreis ist bei knapp 6,099. Bei uns gibt es auf alle Fahrzeuge einen Rabatt noch. Das ist auch egal, ob das Barzahl- oder Finanzierungskunde ist. Es gibt einen Rabatt und der Mitnahme- oder der Verkaufspreis ist dann in dem Fall 5.900 Euro. Euro 5 alle? Die haben alle Euro 5, ja. Okay, das heißt Cut mit dabei, Abgasreinigung. Da steht sogar auf dem Tank. Ach, da steht's, ja. Hier vorne. Gut, ganz wichtig. Ja, wir sind in Neunkirchen. Vielen, vielen Dank, Peter Seliger. Bis zum nächsten Mal. Es lohnt sich, hier vorbeizukommen. Das heißt, du liebst die Fahrzeuge, du liebst aber auch keinen Stress. Deswegen bist du im Moment mit dem Importeur so glücklich, weil er kann A liefern, B gibt es keine großen Diskussionen. Du musst wahrscheinlich keinen Goldpalast bauen, oder? Genau, das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Ja, das ist das Problem bei den etablierten Premium-Herstellern, dass die Ansprüche mittlerweile wie im Autobereich irgendwo nicht mehr tragbar sind oder man auch keine Lust mehr hat, das alles umzusetzen, was irgendjemandem einfällt.
Und wir sind hier mit dieser Lösung sehr entspannt, sehr zufrieden. Ja, ich zeige es mal gerade, da haben wir auch ein Video gedreht. Mittlerweile 36.000 Aufrufe hat dieses Naked Bike, was sehr klein ist, Benelli 125er, aber in Campingmaßen. Peter Seliger, vielen Dank. 2.645 Euro für die Tornado Naked. Ja, tschüss, Peter. Ciao, danke.